Hallo und willkommen zu unserer zweiten Newstime-Sendung dieses Semester. Ich bin Lukas. Und ich bin Chiara und wir führen euch heute durch diese Sendung. Die Hälfte des Semesters ist ja jetzt auch schon wieder geschafft und langsam beginnt die heiße Phase vor den Prüfungen. Wir hoffen, ihr seid alle bereit. Falls nicht, könnt ihr noch bis zum 17.06. von euren Prüfungen zurücktreten. Wir beide hatten ja jetzt als Erstsemester schon richtig Glück, dass wir einfach direkt in ein Präsenzsemester starten durften. Ne? Aber viele von euch, die mussten durch die Qualen von einem Online-Semester. Aber woher weißt du denn, ob ein Präsenzsemester so viel besser ist? Ich stelle es mir ganz chillig vor, so vom Bett aus zu studieren. Ja, ich weiß es nicht, aber unsere Newstime-Reporterinnen Hanna und Theresa haben beides mal miteinander verglichen. Es ist wieder Battlezeit und zwar geht es heute um Online versus Präsenz-Uni. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Hanna, aber ich bin total für Präsenz. Ja, Theresa, Präsenz ist schon nicht schlecht, aber ich muss sagen, online hat auch seine Vorteile. Boah, gar keinen Bock aufzustehen. Einfach Laptop an und wieder hinlegen. Ach scheiße, HDM-Karte. Also erinnere mich bitte nicht an dieses Gehetze jeden Morgen, das geht echt gar nicht. Aber wenn man dann mal an der HDM ist, ist es doch ganz schön, glaube ich. Hi, hier setz dich. So hat man es doch gern, einen ordentlichen Platz zum Arbeiten. Oh, eigentlich sollte ich mal wieder aufräumen. Ach egal, reicht auch morgen noch. Boah ja, mein Zimmer ist immer so unordentlich, wenn wir online haben. Und was auch richtig schwer ist, ist aufmerksam bleiben. Ein ganz herzliches Willkommen zur zweiten Lerneinheit im Fach Recherche. Hallo. Heute wollen wir uns mit Themenfindung beschäftigen. Alles Gute Ihnen. Tschüss. Tschüss. Was ist mit Dani passiert? Weiß ich nicht. Aber ich will das mal. Psst. Okay, tschüss. Das Schönste am Präsenzunterricht ist doch einfach das Feeling und das Miteinander. Ja, das ist doch jetzt super, oder? Wir haben einen guten Plan, wir haben Stakeholder und so Zeug auch drin. Und jetzt geben wir einfach noch den anderen Bescheid und dann war es das, oder? Ich mach jetzt voll schnell. Ich bin echt stolz auf uns. Super Gruppenarbeit. Lass da noch wohin gehen, oder? Wohin denn? Zur Party. Zur Party! So, jetzt ab in die Breakout-Sessions. Boah, nee, gar keinen Bock. Obwohl ich Vorlesungen im Bett echt lieb, muss ich schon sagen, Präsenz ist besser. Das sieht man ja auch an den Punkten. Ja, das auf jeden Fall. Wie seht ihr das denn? Schreibt uns doch gerne in die Kommentare. Ein absoluter Vorteil des Präsenzsemesters ist auf jeden Fall, dass endlich wieder die Partys stattfinden können, nicht wahr, Chiara? Definitiv. Und deswegen haben wir direkt schon zwei Termine, die ihr euch in Kalender markieren solltet. Und zwar ist es der 15. Juni einmal, da findet das Sommerfest vom Straussi 2 statt. Und nicht zu vergessen, am 23., eine Woche später, das von Straussi 1. Aber da gibt es doch noch irgend so ein Event, von dem jeder spricht, sobald man an die HDM kommt. Ja, stimmt. Und zwar ist es die Media Night, die findet dieses Semester wieder in Präsent endlich statt. Und dafür könnt ihr euch den 30.06. markieren, weil das Event, das dürft ihr echt nicht verpassen. Auf keinen Fall. Aber kommen wir jetzt zu einem bisschen ernsteren Thema, was aber auch sehr wichtig ist. Denn rund 68% der Frauen im Alter von 16 bis 24 Jahren haben schon mal Sexismus erlebt. Besonders häufig passiert das am Arbeitsplatz, auf öffentlichen Plätzen oder in den ÖPNVs. Und wie das Ganze im Leben von uns Studierenden aussieht, damit hat sich unsere Reporterin Jolien befasst. Sexismus ist ein schwerwiegendes Problem in unserer Gesellschaft. Besonders junge Menschen sind davon betroffen. Wir haben an der HDM nachgefragt, wie Studierende Sexismus erleben. Ich hatte mal bei der letzten WM oder EM so ein Netzteil an, weil es halt einfach ultra warm war. Und der beste Freund von meinem Mitbewohner hat mich die ganze Zeit angemacht. Und dann habe ich danach gesagt, fandet ihr nicht auch, dass das ein bisschen arg war? Und dann kam halt so als Antwort, du hättest auch was anderes anziehen können. Ja, ich als junger weißer Mann bin in einer sehr privilegierten Lage und habe deswegen auch noch nicht so viel Erfahrung gemacht mit Sexismus. Allerdings merkt man doch immer wieder, dass eben auch Freundinnen irgendwie dann schlechte Erfahrungen machen und das ist immer wieder bedrückend, wenn man das dann mitbekommt. Also ich habe halt auf jeden Fall schon oft erlebt, dass
Leute einen unterschätzen, nur weil man halt eine Frau ist. Und ich habe auch schon so oft gehört, irgendwie sowas, ja, von wegen, ja, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass du so und sowas über Autos weißt oder so oder irgendwelche Themen, nur weil die das halt nicht erwarten und weil sie halt erwarten, dass Mädchen sowas nicht wissen. Oder generell, dass man auch im sportlichen Bereich oft unterschätzt wird. Und das, ja, finde ich nicht okay. Und das sage ich dann auch eigentlich immer. Das ist... Es ist schwierig, weil das so eine gewisse, weil man das eine versucht mit dem anderen gegeneinander aufzuwiegen und das ist es nicht. Es ist beides genau das Gleiche. Sexismus ist generell scheiße und da macht ich generell keinen Unterschied. Das ist so dieser Whataboutism, der für viele auch in unserer Generation immer noch gang und gäbe ist. Was macht denn die HDM aktuell gegen Sexismus? Wir haben bei der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule, Frau Spillner, nachgefragt. Aufklärung ist uns auch extrem wichtig, deswegen sitzen wir im Moment daran, eine neue Gleichstellungs-Homepage zu erstellen, die auch auf das Thema Diversität mal stärker eingehen soll, sodass dort eben ein neues Zuhause, so eine Art Safe Place auch online entstehen kann. Aber was kann man denn jetzt schon machen, bevor die Website online kommt? Es gibt schon jetzt eine Möglichkeit, die man nutzen kann. Und zwar haben wir gerade einen Moodle-Kurs erstellt, der heißt HDM Gleichstellung. Da kann sich auch jeder melden und jeder und jede sich eintragen lassen. Und dort gibt es die Möglichkeit, bereits jetzt an einer Sprechstunde mit mir alle 3 Wochen teilzunehmen. Das heißt, schon jetzt kann man direkt konkret mich ansprechen oder mir auch jederzeit eine E-Mail schreiben. Wir haben jetzt mit einigen Studierenden gesprochen und wie ihr seht, haben viele negative Erfahrungen mit dem Thema gemacht. Sexismus ist und bleibt ein relevantes und problematisches Thema für unsere Gesellschaft, für das wir zukünftig mehr Bewusstsein schaffen sollten. Wow, schwieriges Thema. Daher danke dir, Schulin, dass du dich da mal für uns umgehört hast. Und danke auch an euch, dass ihr so offen wart und eure Storys mit uns geteilt habt. Also mir persönlich geht es ja schon immer so jetzt seit Corona, wenn ich so unter ganz vielen Menschen bin, dass das schon auch ein bisschen komisch ist. Und wenn man sich jetzt hier auf dem Campus bei uns umsieht, dann ist ja schon ordentlich was los eigentlich immer. Ja, das finde ich auch. Aber denkst du, man könnte die Studiengänge auf dem Campus erkennen anhand ihres Aussehens oder Verhalten? Nee, also nicht wirklich. Wie würdest du denn jetzt uns CRler beschreiben? Ja, also auf jeden Fall gut aussehend, gut gestylt, kommunikativ, partyliebend. Offensichtlich auch ziemlich arrogant, aufmerksamkeitsliebend und vielleicht ein bisschen zu kommunikativ. Das ist jetzt aber auch voll klischeehaft von dir. Welche Klischees ihr über Medieninformatiker habt, da haben sich mal unsere Reporterinnen Sabrina und Lilium gehört. Hey, wie stellst du dir eigentlich jemanden vor, der Medieninformatik studiert? Gute Frage. Der Frage wollen wir heute nachgehen. Ich bin Sabrina. Und ich bin Lilly. Und wir freuen uns auf die Ergebnisse. Hallöchen, wir haben eine Frage an dich. Und zwar, wie stellst du dir einen Medieninformatiker vor? Jetzt darf ich ja nichts Falsches sagen eigentlich. Die Medieninformatiker sind gefühlt so ein bisschen, also immer noch ein bisschen nerdy, aber ein bisschen cooler als die normalen Informatiker, da sie jetzt zumindest mit dem Medienstudiengang an sich zu tun haben ein bisschen. Affin am Computer. Okay. So, verbringen vielleicht viel Zeit auch mit Gamings, mit den Geschichten, dass man da die Brücke halt hat, was steckt dahinter, welche Sprachen muss ich da beherrschen. Trinken gern vielleicht mal Energy Drinks, das sind so die Klischees, würde ich sagen. Naja, Informatik schon immer ein bisschen nerdig, aber dadurch mit Medien noch davor, würde ich schon auf jeden Fall ein bisschen in eine hipstermäßige Richtung. Das ist eine gute Frage. Kann ich jetzt konkret nicht sagen, aber ich kenne einen. Wie war der oder wie ist der so? Nee, das nicht. Also schon so nerdy, immer Rucksack, wo 10.000 Dinge reinpassen. Medieninformatik. Ich könnte mir vorstellen, dass viele introvertierte Menschen da dabei sind, weil man gerade als Informatiker ja viel irgendwie am PC alleine arbeiten muss. Aber ich finde, das kann man eh nie so ganz pauschalisieren. Ich habe tatsächlich selber auch schon Medieninformatik studiert hier, 2 Semester. Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass es ein richtiger Nerd-Studiengang ist und dass das wahrscheinlich so 95% Männer sein werden. Mhm. Tatsächlich war es aber ziemlich ausgeglichen und dieses Nerd-Klischee war jetzt tatsächlich auch nicht so wie gedacht. Also das waren völlig normale Leute, also Sportler, Leute, die sehr kreativ waren, die schon im Design vorgearbeitet haben, Leute aus dem 3D-Bereich und so. Also es war echt eine sehr gut bunt gemischte Truppe. Sehr gut, Dankeschön. Sehr gerne.
Das war doch jetzt spannend, oder? Ja, war total interessant, die ganzen Wahrnehmungen von den Studenten so zu sehen. Das finde ich auch. Und ihr müsst dran denken, dass es nur spaßig gemeint ist. Wir wollen niemanden damit offenden. Jeder Studiengang ist toll und jeder hat so seine Klischees, wie die Studenten drauf sind. Aber ihr könnt euch freuen. Das war nicht der einzige Studiengang, den wir vorstellen, sondern in der nächsten Folge geht es weiter mit spannenden Studiengängen. Und da sind wir wieder gespannt auf eure Meinungen und was ihr dazu sagt. Also schaltet ein. Tschüssi. So, eine Newstime-Sendung wie aus dem Bilderbuch. Waren wieder echt coole Beiträge dabei. Definitiv. Daher auch ein Dank an das gesamte Team hinter den Kulissen. Schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Würden wir uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, teilen, kommentieren und was sonst noch alles so geht. Und damit sagen wir... Ciao! Weg damit! Wow. Ja, richtig. Ja, super toll. Wird ganz schön. Ja, ich hab immer so geklappt jetzt.